Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Schminki für dich und zwar geht es um Produkte, die ich zum Teil von Lookfantastic neu zugeschickt bekommen habe. Aber es ist auch super viel Shop My Stash und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr bekommt aber alle Produkte, die ihr hier in diesem Video seht, bei Lookfantastic und könnt dort mit dem Code CLAUDIWELT ein bisschen sparen. Ein bisschen ist gut, teilweise ist es bis zu 40%. Schau gerne in der Infobox vorbei, da sind alle Produkte verlinkt und ja, also auch auf die Boxen und so weiter, ne? Da könnt ihr wirklich mit meinem Code immer richtig derbe sparen und ich würde jetzt einfach mal mit einem neuen Produkt starten und ja, ich habe irgendwie meinen Haarreifen verloren. Ich habe hier aufgeräumt, aber ich habe zu gut aufgeräumt. Ich finde ihn nicht mehr. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich hier ein neues Produkt und zwar ist es von Revolution Pro, die Miracle Cream. Das ist einmal diese Schätzelein. Habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, dass es gegebenenfalls auch ein Dupe sein soll zu der Charlotte Tilbury Magic Cream. Oh, also konsistenztechnisch geht da schon mal einiges. Das möchte ich mir gerne mal ins Gesicht auftragen, obwohl ich natürlich schon vor ein paar Stunden meine reguläre Hautpflege drauf gemacht habe und natürlich Lichtschutzfaktor. Und dann trage ich mir das einfach mal auf. Kann man nämlich auch super als Primer verwenden. Sehr feste, aber angenehme Konsistenz. Oh, der Duft ist gar nicht so leicht, das muss ich wirklich sagen, aber ich mag den Duft, das riecht so frisch, sommerlich, blumig und es ist eine sehr, sehr reichhaltige Geschichte. Dieses Video drehe ich tatsächlich am Muttertag, also ist das jetzt auch mein Muttertags-Make-up. Ja, krümelt nichts, alles verträgt sich gut in meinem Gesicht aktuell, ne? Finde ich super, ich kann das aber definitiv noch ein bisschen weiter runterziehen, weil ich sehr viel habe, also verwendet habe. Die NYX Born to Glow Foundation habe ich hier in der Farbe Light Ivory und die habe ich schon eine ganze Weile in meiner Sammlung, habe sie aber ewig nicht mehr verwendet. Dabei mochte ich die mal richtig, richtig gerne. Keine Ahnung, was da passiert ist. Als Pinsel verwende ich von Zu Eva welche, die habe ich mir mal vor Jahren gekauft, also auch eine gute Investition, die man natürlich auch bei Lookfantastic im Onlineshop findet. Die Foundation, die sitzt natürlich wie eine Eins, ne? Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfoundations, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Ist eher was für trockene Häutchen. Ölige Häutchen haben da, glaube ich, so ein bisschen ihre Probleme mit, weil das auch wiederum eine sehr reichhaltige Foundation ist. Hier habe ich von Shiseido den Synchro Skin Self Refreshing Concealer in der Farbe 102 Fair. Den habe ich mir auch mal vor Ewigkeiten gekauft und viel zu selten verwendet. Obwohl der mega gut ist, weil er sich halt wirklich selber auffrischt und in dem Sinne halt nicht so austrocknend wirkt. Die Deckkraft ist so medium von dem Concealer, aber ich finde es total schön, weil er deckt halt etwas ab, was ich nicht sehen möchte, aber lässt trotzdem ja meine Haut durchscheinen und meine Haut wie Haut aussehen, sodass ich da nicht allzu sehr und krass und dick geschminkt unter den Augen aussehe, was ich sehr begrüße. Urban Decay zieht sich zwar aus dem deutschen Markt zurück, aber wir bekommen es halt nach wie vor einfach noch bei Lookfantastic, weil das ist ein Online-Shop aus Großbritannien. Das ist der Klassiker, die Eyeshadow Primer Potion und ja, den Nachschub können wir definitiv dann über Lookfantastic bestellen, falls uns unsere Lieblingsprodukte ausgehen. Hier bin ich jetzt ein bisschen gespannt drauf, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Bei Terry Brightening CC Luminizer habe ich in der Farbe 01 oder 1 Universal Glow. Das ist so ein ganz fancy Produkt. Scheint so eine Art Flüssig-Highlighter zu sein. Also hier sieht man es dann in meiner Handinnenfläche. Und ich habe das eben schon mal nämlich mir so einfach mal auf meiner Hand gemacht. Das ist im Prinzip ohne Schimmerpartikel. Also ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Normalerweise trage ich mir Flüssig-Highlighter unter meiner Pudergeschichte auf. Deswegen wäre das jetzt am Start. Hat so einen sehr unappetitlichen Pinselapplikator. Ne? Da muss man einfach gucken. Und der ist sehr, sehr stark beduftet. Ne? Das riecht echt krass nach Rose. Aber wir sind hier, um Dinge auszuprobieren. Erstmal mit dem Finger, das ist halt wie Wasser irgendwie, ne? Da frage ich mich, macht das wirklich was? Mal gucken. Bringt das was? Weiß ich nicht. Nicht wirklich, oder? Das ist gar nicht mal so günstig. Ich blende euch ja die Preise ein. Aber ich bin ja dafür da, um halt solche Produkte zu testen. Und das ist halt die Sache, wenn ich Kooperationen habe und mir Produkte im Onlineshop aussuchen darf. Natürlich suche ich mir manchmal auch so Basic-Produkte aus oder Dinge, auf die ich sowieso schon länger hyped bin. Aber halt auch solche Sachen, um euch zu zeigen, lohnt sich das? Also das mache ich ja hier für euch, ne?
unter anderem auch bei mir aus Spaß an der Freude und weil es mittlerweile mein Job ist, aber halt auch, um euer Versuchskaninchen zu sein. Und ich finde, das macht nicht wirklich was. Habe ich das falsch angewendet? Man weiß es nicht. Als nächstes verwende ich ein Setting Spray. Hatte ich mal in der Box drin von Ilamasqua Hydra Setting Spray. 30 ml sind hier nämlich drin. Ihr bekommt ja auch im Look Fantastic Online Shop die Look Fantastic Beauty Box. Und ich glaube, in der Look Fantastic Beauty Box war das mal drin. Ja, das kommt schon sehr direkt hier raus, ne? Und wenn man dabei spricht, dann schmeckt das Ganze auch sehr süß. Ich habe mich von der lieben Jenny, Jennys Highlights, ein bisschen anfixen lassen. Die hat doch damals immer geschwärmt von dem Laura Mercier, dieses Soft Secret Blurring Powder for Under Eyes. Das ist dieses hier. Und das gibt es jetzt auch bei Look Fantastic. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab. Ich habe es jetzt auf jeden Fall entdeckt. Das ist ein sehr festgepresstes Puder, was mich auch so ein bisschen an dieses NARS Finishing Powder erinnert. Also die Oberfläche ist sehr, sehr verrückt, aber man bekommt was auf den Finger. Ist nicht ganz transparent. Zack, das war die Spiegelfolie. Wo ist die denn jetzt hin? Auf dem Boden. Und dann werde ich jetzt einfach mal unter meinem Auge, unter meinen Augen mit diesem Puder setten. Mal schauen, ob das ganz normal mit dem Pinsel funktioniert. Sehr, sehr interessant. Also es weißelt schon, wenn man sich viel aufträgt. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch den Concealer fixiert. Ne? Dann verwenden wir jetzt fürs komplette Gesicht von Natasha Denona, das habe ich mir auch mal vor einer Weile gekauft, Invisible HD Face Powder, habe ich in der Farbe 01 Light Medium. Das ist ein loses Puder, was man sehr, sehr schlecht aus der Verpackung rausbekommt. Oh, jo, man sollte es aufdrehen. Oh Gott, fail. Ja, hat eine leichte Färbung, also es ist nicht weiß. Macht auch so ein leichtes Filter-Effekt-Gedönsen auf dem Gesicht. Also man kriegt direkt so einen leichten Blurring-Effekt. Und hier hat sich der Concealer leider ein bisschen abgelöst. Also Leute, immer dran denken, wenn ihr Puder verwendet, dreht es vorher auf. Ansonsten kommt es ziemlich schlecht raus. Ja, die Natasha lege ich jetzt kurz wieder zur Seite. Kommen wir aber gleich wieder zurück, weil da habe ich noch was anderes. Als nächstes verwende ich aber erstmal den Maybelline City Bronzer. Medium Cool 200. Ich weiß nicht, ich glaube, der war mal in einem Adventskalender drin. Ist auf jeden Fall ein schöner Bronzer. Ich finde, dass der City Bronzer von Maybelline ein ziemliches Staple-Produkt ist. Also es haben auch recht viele zu Hause, weil das ein sehr simples Produkt ist, was man gut anwenden kann. Man muss bei dem hier, also ich tatsächlich mit meinem kühlen, neutralen Hautunterton ein bisschen aufpassen, weil so super kühl, wie hier drauf steht, ist der gar nicht. Für einen Bronzer ist der recht kühl, aber es ist halt kein Konturprodukt, ne? Das heißt, man sieht auf jeden Fall schon, dass man ein bisschen was Aufgewärmtes im Gesicht hat. Macht aber einen schönen Job. Also ich finde den immer wieder toll, wenn ich den verwende. Und wir machen hier immer extreme Preissprünge bei Look Fantastic, weil du bekommst halt sowohl Drogerie als auch High-End-Produkte, als auch etwas noch mehr High-End-Produkte dort. Den hier hatte ich mir aber auch irgendwann mal selber gegönnt. Von Lancôme ist das der Blush Subtil. Habe ich in der Farbe 041 Fig Espiègle. Ne? Weißt du Bescheid? Ich mag einfach gerne die Lancôme-Verpackungen. Die sind sehr edel und sehr schick. Was ich aber innen drin nicht so schön finde. Du hast halt diesen kleinen Pinsel, der die Hälfte der Verpackung einnimmt und dann halt das Produkt. Also von mir aus könnten die halt die Verpackung nur auf diese Größe reduzieren, ne? Und dann vielleicht ein bisschen erschwinglicher vom Preis her machen. Das ist aber auch so eine Philosophie von der Marke. Das müssen die selber wissen. Die sind alt genug da. Ja, den trage ich mir hier einfach so ein bisschen auf den Wangenknochen und Schläfen auf, um einfach so ein bisschen mehr Frische in mein Gesicht zu bringen. Ist ein wunderschöner Rosenholzton, mag ich gerne leiden. Und irgendwie kommt schon noch Glow durch. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das von der Foundation kommt, die ja Born to Glow heißt, ob das von dem Highlighter kommt von By Terry, aber ihr seht hier auf jeden Fall Bewegung in meinem Gesicht. Und die Base-Produkte, die ich verwendet habe, sind eigentlich matt. Nicey, Kepaisy, das gefällt mir wirklich gut. Und ich mache jetzt ja auch, wie gesagt, gerade so mein Muttertags-Make-up. Und dementsprechend, gleich kommen ja auch meine Schwiegermama in Spee mit Mann und meine Mama mit Mann vorbei. Und dann haben wir ja unser Muttertags-Käff schon hier mit Kaffee und Kuchen, so ganz klassisch. Und da möchte man ja schon ein bisschen schick auch aussehen. Jetzt mache ich ein bisschen was mit meinen Augenbrauen. Da habe ich von Too Faced den Super Fine Brow Detailer. Ich habe den in der Farbe Taupe. Der ist einfach hübsch, der hat ein Herzchen hinten drauf, ne? Läuft bei ihm. Ja, das sieht ganz solide mit den Augenbrauen aus, aber ich muss halt sagen, gerade bei Augenbrauenstiften, da tun es auch die günstigen. Da braucht man nicht so ein teures Moped, ne? Es ist halt, es ist halt fancy-pancy mit dem Herzchen und so, aber
kriege ich auch mit Essence und Catrice hin. Aber gut, ja, genau. Dann fixieren wir das Ganze. Da habe ich hier von Revolution den Brow Glue. Der ist ständig ausverkauft, weil der so gut ist. Also sollte der wieder verfügbar sein. Schlag zu, der ist richtig, richtig gut. Der ist nämlich wirklich hardcore fixierend. Und ja, also für alle, die sagen, ich möchte festgetackerte Augenbrauen haben, macht ihr damit auf jeden Fall eine gute Sache, einen guten Deal, weil das ist halt auch ein günstiges Produkt. Manchmal überzeugen mich die Natasha Denona Paletten, manchmal enttäuschen sie mich und ich habe mir jetzt mal wirklich eine sehr, sehr, sehr hochpreisige Palette ausgesucht. Das ist die Biber Palette. So eine teure Palette von Natasha Denona hatte ich vorher so noch nicht. Ich hatte, glaube ich, mal auch eine zugeschickt bekommen, aber selber gekauft habe ich mir so eine teure Palette noch nicht. Das ist eine Palette, von der immer so viele schwärmen, andere YouTuber, aber auch Privatpersonen. Und hier haben wir Schimmertöne drin, matte Töne drin und hier möchte ich einfach einen relativ easy peasy lemon squeezy Look mit schminken. Ja. Und wenn es easy peasy lemon squeezy heißt, dann greife ich auch gerne zu meinem Einhorn Washi Tape, weil das macht einfach vieles noch einfacher. Ich starte hier mit diesem Ton Tusk. Das ist so ein kühler, neutraler, heller Beige-Ton. Und damit starte ich einfach hier hinten. Das mache ich die ganze Zeit, dass ich hier hinten starte quasi, ne? Und blende den komplett bis nach vorne durch. Als nächstes nehme ich mir den Ton Freckle. Das ist ein karamellfarbener Ton. Und auch hier starte ich hier hinten. Und den blende ich mir nur so in die Lidfalte bis hier vorne ungefähr. Und als letztes nehme ich den Ton Coco. Das ist ein richtig wunderschönes Schokobraun. Und da nehme ich auch immer noch meinen Blendepinsel, dippe nur vorsichtig rein, weil der sehr pigmentiert ist. Und der kommt nur hier außen dran. Dann war es das schon mit dieser Story und dann kann ich die Einhörner entfernen. Gar nicht mal so schlecht. Ja, so hat das auf jeden Fall relativ simpel funktioniert. Das war ja immer nur Schichten, Schichten, Schichten. Dann guckt man, ob man hier so ein bisschen gepatzt hat, kann da mit dem Schwämmchen etwas ausbessern. Ich nehme hier auch noch den Ton Cocoa und setze mir den ganz, ganz, ganz vorsichtig an den unteren Wimpernkranz. Nicht zu intensiv werden, wirklich nur einmal kurz reindippen. Und auftragen, ne? Das macht dann halt auch nochmal so ein offeneres, betonteres Auge. Jetzt gebe ich mir einfach den Ton Shine. Das ist dieser Schimmerton hier oben. Gibt gar nicht so super viele helle Schimmertöne in dieser Palette. Nehme ich mir mit dem Finger auf und den setze ich mir auf mein bewegliches Lid. Und blende hier außen Coco noch ein bisschen rein, um da einen kleinen Schatten noch hinzukriegen. Dann sieht das noch viel mehr aus, als es eigentlich ist, ne? Wer mag, und ich mag sehr gerne, gibt sich Monroe, das ist dieser Ton, das ist aber eher so ein Duochrome-Tone, genau, auch noch ein bisschen in den Innenwinkel und ein Hauch unter die Augenbraue. Ein Hauch, wow, der ist aber stark pigmentiert, schöne Sache, krass. Das hat auf jeden Fall einfach funktioniert, ne? Kann ich mich nicht beschweren, ist eine schöne neutrale Palette. Kriegt man das auch mit anderen Paletten so hin? Bestimmt. Aber ich habe sie jetzt da und ich freue mich drauf, sie noch weiter verwenden zu können. Von Zoeva habe ich hier den den Cat Eye Pan Blackest Black. Den hatte ich auch mal irgendwann mir gekauft, als ich mal neue Produkte von Zoeva ausprobieren wollte. Hat keine Kugel und eine Filzstiftspitze. Wow, also der Eyeliner ist jetzt hier gerade überhaupt nicht optimal geworden, wohingegen der einfach on fleek ist. Diverse Korrekturmaßnahmen später sieht das Ganze dann einfach mal so aus und so lassen wir es auch. Jetzt kommt das Setting Spray einmal nochmal zum Einsatz. Dann biege ich einmal meine Wimpern, um einen Vorabschwung reinzubringen. Und dann gehen wir zu Too Faced, zu der Damn Girl Mascara. Das ist eine so schöne Mascara, die wirklich Volumen, Schwung, auch ein bisschen Länge zaubert. Nicht nur die Verpackung ist wunderschön, das ist jetzt die kleine Variante, sondern ja, wir haben hier so ein richtig buschiges, bauchiges Kunstfaserbürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die ist wirklich, also bei mir, ne? Wirklich, wirklich toll. Ich mag die richtig gerne leiden. Die gibt Schwung, Volumen
und trennt die Wimpern auch. Es ist nicht ganz die eierlegende Wollmilchsau, nach der wir immer suchen, weil ich persönlich hätte natürlich noch mehr Länge noch lieber. Aber es ist eine zuverlässige Geschichte. Ich mag sie, ich finde sie fantastisch und ich kann sie euch wirklich empfehlen. Bei den Lippen wird es jetzt noch ein bisschen krachen, jedenfalls preislich. Da habe ich hier von MAC den Boldy Bear Lip Pencil. Das ist dieser hier. Wunderschön. Ja, mag ich gerne leiden. Trage ich jetzt auf. Ist ein wunderschöner, ja, Nude-Ton halt, ne? Die Frage ist ja immer, wozu braucht man Lip Liner? Ich kann ihn euch definitiv empfehlen, wenn ihr ein, zwei Jährchen älter seid. Ich werde jetzt, wenn ihr das Video seht, in ein paar Tagen 34. Ich habe die ein oder andere Lippenfalte, ist klar. Und damit halt der Lippenstift nicht da reinfließt und das Ganze dann quasi blöd betont, verwende ich gerne Lip Liner, weil das so eine Art Barrierefunktion dann hat. Also im Prinzip ist es ein Verjüngungsprodukt, optisch. Temporär. Ein Lipgloss wäre jetzt natürlich auch eine fancy-pansy Geschichte, aber ich habe mich entschieden, einen Cream-Lipstick zu verwenden oder Glossy-Lipstick von Burt's Bees. Das ist der in der Farbe 516 Rose Falls. Ich habe den mal in irgendeiner Box oder einem Adventskalender drin gehabt. Viel zu selten verwendet. Der kommt jetzt drauf. Die Übergänge zum Lipliner verblende ich dann auch so ein bisschen. Durch Lippenrubbeln. Weil das jetzt nicht eins zu eins die gleichen Farben waren. Und ja, das ist eine frische Farbe, die ich super gerne mag. Okay, der Lip Liner ist vielleicht etwas zu orangestichig und ich habe ein bisschen übermalt. Quatsch, ich habe den mal von Ela Geschenk gekriegt. Das steht hier sogar drauf. Mensch, Claudinchen, das ist jetzt mein fertiger, frischer, relativ natürlicher Frühlingslook. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr es so findet. Ich feiere das. Ich mag das super gerne leiden. Ich mache jetzt auch mal die Haare zu optischen Zwecken mal auf. Ne? Ich fühle mich damit wohl und ich finde auch, dass man das so wundervoll zum Muttertag tragen kann. Letztendlich könnt ihr tragen, was ihr wollt, natürlich. Aber ich habe jetzt so die Produkte im Gesicht getestet und muss sagen, und auch mal wieder aus der Sammlung rausgekramt. Ne? Großartig. Warum liegen die so lange im Schrank? Man sollte sie öfters verwenden. Ist wie es ist. Aber falls ich euch doch vielleicht inspirieren konnte, das ein oder andere Produkt auch mal ausprobieren zu wollen, was gerade in meinem Gesicht gelandet ist, schaut gerne in der Infobox vorbei. Alles dazu verlinkt. Und wie gesagt, bei Lookfantastic könnt ihr mit Claudi Welt schon eine ganze Ecke sparen. Und ja, ich fühle mich gerade echt frisch und fröhlich. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!